2023. Ich weiß nicht, wie ich diesen Jahresrückblick anfangen soll. Ich habe auch gerade schon ein bisschen was aufgenommen, aber ich weiß nicht, ich bin irgendwie nicht so reingekommen und ich will das irgendwie alles hier so ein bisschen weglabern. Es ist schwierig. Ich meine, ihr seht den Titel, es wird heute ein anderer Jahresrückblick als sonst. 2023 hatte für mich wirklich die tiefsten Tiefen meines Lebens bisher für mich, aber auch das höchste Hoch von allen Hochs, die ich jemals erlebt habe. Und zwar ging es von 2023 von einer halbseitigen Gesichtslähmung, von der bis heute fast niemand weiß, bis zu meiner Verlobung mit der Frau, mit der ich mein restliches Leben verbringen möchte. Es ist ein sehr, sehr emotionaler Jahresrückblick. Ich möchte euch mitnehmen auf eine Reise, die zeigen kann, wie vielseitig so ein Jahr ist, wie viel man erleben kann, wie tief man fallen kann. Und ich weiß, klingt cheesy, wie schnelllebig alles ist und vor allem aber auch, dass man die schwierigsten Zeiten auch überstehen kann. Alles begann in München. Ja, in München, wir waren bei Matze mit der Rastebande Silvester ins neue Jahr reinfeiern. Es war sehr, sehr chillig, es war sehr cool. 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year. Frohes Neues. Wir sind dann von München, damals hat der Chris auch noch in München gelebt. Es war wirklich sehr, sehr witzig, wir haben wieder viel gelacht. Sind dann nach Hause gefahren und vor Ort hat sich endlich schon angefangen, ein bisschen kränklich zu fühlen. Und zu Hause war es dann so schön mit den Neujahrsvorsätzen, haben uns beide richtig, richtig krank gefühlt. Und uns hat eine komplette Grippe erwischt. Es war nicht Moronski, sondern eine ganz normale Grippe. Wir haben einen Test damals gemacht, aber wir waren schon sehr, 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 sehr im Arsch. Es ist jetzt auch schon, ne, wie gesagt, 12 Monate her. Aber ich weiß nur, dass wir beide richtig im Arsch waren und es uns sehr, sehr erwischt hatte, was natürlich super blöd ist, weil man am Anfang des Jahres super motiviert ist, wieder Sport durchziehen möchte. Ihr kennt das Ganze. Und dann liegt man erstmal flach. Irgendwann ging es mir dann ein bisschen besser und ich habe ganz normal, ihr wisst ja, morgens meinen Stream gestartet. Es war der 18. Januar 2023 und habe mich hier hingesetzt. Ich habe die Thumbnails gemacht, Videos vorbereitet, den Stream vorbereitet. Und ich weiß noch, dass ich immer so ein bisschen an meinen Lippen gefühlt habe, immer so den hier gemacht habe. Also meine Lippen befeuchtet habe, es hat sich ein bisschen komisch angefühlt, war ein bisschen verklatscht, habe aber trotzdem meinen Kaffee getrunken, alles in Ordnung. Und irgendwann sitze ich hier so und denke mir so, was ist denn hier? Irgendwas stimmt doch mit meiner Lippe nicht und bin dann ins Badezimmer gegangen und auf einmal war alles anders. Am 18. Januar 2023, vom einen auf den anderen Tag, verlor ich meine Mimik. Es ist ein schwieriges Thema für mich, weil, wie gesagt, das weiß fast niemand. Also es wissen meine engsten Freunde und mit Leuten, mit denen ich im Urlaub war, wo sich die Situation ergeben hat, denen das zu erzählen. Ich habe das sonst nicht öffentlich erzählt. Warum, kommen wir später dazu. Ich erzähle erstmal, wie es zu der ganzen Geschichte kam. Mir ist das dann aufgefallen morgens, habe dann ein paar Aufnahmen gemacht, habe das so festgehalten, konnte halt nicht mehr richtig grinsen, konnte nicht mehr richtig meine Augenbrauen hochziehen, konnte nicht mehr richtig grinsen und habe dann gegoogelt, was das sein könnte, halbseitige Gesichtslähmung, und dann habe ich halt rausgefunden, dass ich sterben werde, dass es ein Schlaganfall sein könnte. Dann gibt es irgendwie so Tests, wo man so die Arme nach vorne halten muss und so weiter und so fort. Mir ging es top eigentlich ansonsten. War ein bisschen ängstlich, habe mich natürlich erschrocken, aber was macht man dann in so einer Situation? Natürlich den Stream starten, klar. Klare Geschichte. Ich habe genau diesen Stream, habe ich noch festgehalten. Ich habe den als Highlight gespeichert, den seht ihr jetzt im Hintergrund. Wenn man drauf achtet, dann sieht man es übertrieben. Damals im Stream ist es niemand aufgefallen. Konnte schon da nicht mehr blinzeln. Ich konnte nicht mehr richtig grinsen. Und ich hatte keine Mimik mehr auf der rechten Seite. Genau auf der Seite, die ihr jetzt in der Kamera seht. White Bullet mit einem frischen Sub hier am Start, Alter. Dankeschön. Welcome back. Beziehungsweise vielen Dank für den frischen Sub. Alter, sehr, sehr geil, Mann. Dankeschön. Zabutan mit dem dritten Monat am Start. Dankeschön. Und als meine Freundin dann aufgestanden ist, hat die gesagt, bist du bescheuert? Wir müssen jetzt ins Krankenhaus. Ich habe dann den Stream ausgemacht und im Krankenhaus wurde halt eine komplette Untersuchung gemacht. Die haben das gesehen, EKG, keine Ahnung, was man alles macht, Blut abgenommen. Man hat festgestellt, dass da keine Entzündung ist, dass alles in Ordnung ist. Mir wurde dann noch angeboten, dass ich da eine Nacht bleibe und mir Nervenflüssigkeit aus dem Rückenmark gezogen wird. Da könnte man das dann besser feststellen. Ich habe mich gefragt, ist das notwendig? Sie meinte, wahrscheinlich kommt da nichts Besonderes bei raus. Habe ich gesagt, nix. Fahr wieder nach Hause und sollte am nächsten Tag zum Hausarzt gehen. Und ich war da schon in der Position, dass ich direkt ein Video darüber mache. Und meine Freundin hat zu mir gesagt, bewahr es mal Ruhe. Was einmal im Internet ist, kommt dann nie wieder raus. Vielleicht schläfst du nochmal eine Nacht drüber, entscheid dann morgen, ob du damit an die Öffentlichkeit gehst, weil ich bin sowas, ich teile sehr, sehr viel mit euch. Ich liebe das irgendwie, ich mag das, ich mag diese Offenheit, ich finde das irgendwie cool. Ich brauche das, glaube ich, auch so ein bisschen, ich habe so ein inneres Mitteilungsbedürfnis, deswegen habe ich da kein Problem gesehen, aber dank Angie, was jetzt im Nachhinein auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung war, habe ich erstmal damit gewartet und erstmal drüber geschlafen. Und am nächsten Tag wurde es schlimmer. Ich habe dann von meinem
Hausarzt Cortison bekommen, was entzündungshemmend ist, und mir wurde genau erklärt, was meine Diagnose ist, und zwar war es eine periphere Faszialisparese, eine halbseitige Gesichtslähmung. Ein Tumor wurde ausgeschlossen durch die schon vorhandenen Untersuchungen, aber Fakt war, dass ich die Hälfte meines Gesichts nicht mehr ansteuern konnte, da der Nervenmuskel, der quasi seitlich hier in das Gesicht verläuft und nach oben, in die Mitte und nach unten nistet, verantwortlich ist für eure Mundmuskeln, eure Mimik rund um die Nase, eure Augenlider und eure Augenbrauen. Dieser Kanal entzündet war und dadurch die Stromsignale nicht mehr durch das Gesicht strömen konnte und ich deswegen diese drei Partien oder meine gesamte rechte Gesichtshälfte nicht mehr ansteuern konnte. Und als jemand, der sein Geld mit Stream verdient, der sein Geld durch seine Stimme verdient, ein bisschen durch das Aussehen natürlich auch, der selbstständig ist, da fängt dann schon an, so ein Kartenhaus zusammenzubrechen oder so einen Abwärtsstrudel in den Gedanken runterzufahren und abzuspulen. Was ist, wenn das nie wieder weggeht? Wird es schlimmer? Keiner kann dir sagen, wie lange es dauert. Du fängst an zu googeln, du schaust dir YouTube-Videos an. Es gibt YouTuber, die haben darüber Videos gemacht, dann schaust du das Video an und dann ist das schon ein paar Jahre her und dann spulst du nach vorne, ob sich das wieder gelegt hat. Ich habe dann rausgefunden, Justin Bieber hatte das, Peter Fox hatte das, irgendeine Kandidatin von Germany's Next Topmodel hatte das, habe ich irgendeinen TikToker gesehen, der das hatte. Und du musst mit einer komplett neuen Situation deines Lebens zurechtkommen. Ich konnte von dem einen auf den anderen Tag nicht mehr richtig essen, konnte nicht mehr trinken. Wenn das hier das Glas ist, musste ich meinen Mund so zuhalten, damit es nicht wie Sabba an den Seiten vorbeiläuft. Wenn ich gelacht habe, habe ich meine Hand ein bisschen vor den Mund gehalten, weil ging nicht. Ich konnte einfach meine rechte Gesichtshälfte nicht hochheben und ich glaube, ohne meine jetzige Verlobte wäre das sehr, sehr schwer geworden. Ich muss dazu sagen, ich war physisch ein Wrack, ja, also ich hatte lange keinen Sport gemacht, ich hatte mich Arschritze ernährt, mein Immunsystem war höchstwahrscheinlich sehr, sehr am Arsch und ich glaube, dadurch hat die Grippe, die ich im Januar hatte, da irgendwas entzündet. Es ist auch wirklich krass, also was ich so mitbekommen habe, das kann durch eine Gürtelrose entstehen, das kann durch Herpes entstehen, das kann durch eine verschleppte Mittelohrentzündung entstehen. Also wenn ihr irgendwie sowas habt, dann geht bitte zum Arzt und behandelt das. Und wenn dieser kleine Kanal entzündet ist und die Stromzufuhr da quasi gesperrt wird, dann kann das theoretisch wirklich jedem Menschen passieren. Dann wusste ich natürlich erstmal, dass ich auf jeden Fall Ruhe brauche. Mein Körper hat mir Signale gegeben, ich muss mich auskurieren. In der Zeit, wo ich die Grippe hatte, habe ich auch hin und wieder ein bisschen gestreamt, habe mich nicht komplett auskuriert. Ich möchte doch erholen, ja. Sagt ihr alle. Ja, ist ja auch richtig, aber so, das wundert mich bei dir dann halt einfach. Aber ich habe einmal, das hat Floyd auch direkt gesagt, ich habe einmal, zweimal gestreamt und das noch nicht mal so richtig lange. Du hast einmal gesagt, du kurierst dich aktuell aus, hast als Ausrede genommen, dass du eine Stunde später am Tag live gehst? Das war für dich auskurieren. Ist doch ein bisschen. Nee, das ist einfach, also kannst du ja machen, wie du möchtest, aber das ist nicht auskurieren. Und ich wusste, mein Körper sagt mir, ich brauche Ruhe. Aber wie jeder Selbstständige das wahrscheinlich von euch da draußen auch kennt, wenn man nicht streamt, dann verdient man auch kein Geld. Ich habe dann zusammen mit meiner Freundin entschieden, dass ich erstmal damit nicht an die Öffentlichkeit gehe. Und das hatte einen einfachen Grund. Als ich meine Kamera umgestellt habe, und zwar von der gelähmten Seite auf die gesunde Seite, eine Brille auf hatte und eine Cap aufgezogen habe, hat man mir das nicht direkt angesehen. Wenn ihr euch jetzt Videos anschaut aus Januar, ab 18 Januar, Februar, März, dann werdet ihr es auf jeden Fall sehen. Ich dann gleich mal auch ausprobieren, den Cheat-Aufsatz. Das war ja geistesgestört, Chat. Die einzigen Sachen, die sich geändert haben, sind einmal der Unterlauf und die Mündung. Hier Zielhilfe ist völlig normal, das Tunen, das hat sich auch nicht geändert. Und genau da ist der springende Punkt. Ich würde wirklich sagen, in den 3 Monaten 4 bis 5 Leute haben die Leute geschrieben, was mit meinem Mund los ist. Und ich hatte zu der Zeitpunkt auch wieder schlimme Aften im Mund. Das stimmte. Ich habe dann halt gesagt, ja, ich habe Schmerzen, deswegen tut es so weh, wenn ich rede. Deswegen rede ich etwas komisch. Aber der Hauptgrund war halt die Gesichtslähmung, weil ich meine Lippen nicht mehr auseinander bekommen habe beim Reden und habe deswegen sehr genuschelt. Und das Ding ist, dass ich halt selber nicht wusste, ob das wieder weggeht. Ich habe mir schon gedacht, dass es etwas besser wird, aber es war halt nicht klar, wie weit das zurückgeht. Und wenn ich es den Leuten mitteile, es ist so, ne, wenn ihr Inception gesehen habt, denkt nicht an einen Elefanten, woran denkst du, du denkst an einen Elefanten. In der Schule, wenn der Lehrer irgendeine komische Eigenschaft hatte, eine komische Handbewegung, du sagst deinem Kollegen, euch fällt es die ganze Zeit auf. Ihr habt einen Kollegen, der schmatzt, ihr sagt das einem Partner von euch, ey, der schmatzt, die Person ist mir noch nie aufgefallen, sie wird es nie wieder nicht hören, dass die Person schmatzt. Und für mich war es so, wenn ich das den Leuten mitteile, ich bin super gerne ehrlich, ich bin super transparent in fast allem, was ich mache, wäre es aber so gewesen, dass die Leute anfangen, darauf zu achten. Und dann ist das ein Thema, was sich durch die Jahre immer wegzieht und immer alle paar Monate kommen Leute rein, geht's dir besser, man sieht es gar nicht mehr so krass, was ja alles lieb gemeint ist.
aber ich hatte gemerkt durch die Streams, wo ich die Kamera auf der anderen Seite hatte, dass den Leuten das gar nicht so krass aufgefallen ist und das einfach kein Thema war. Ich konnte quasi normal weitermachen. Und da ich nicht wusste, inwieweit das zurückgeht, habe ich mir auch einfach gedacht, dass ich es erstmal laufen lasse und gucke, wie und ob es besser wird. Zusammengefasst, der einzige Grund, warum ich damit nicht an die Öffentlichkeit gegangen ist, war, dass man es nicht sofort gesehen hat im Stream und ich halt dachte, dann muss man es auch nicht wissen, auch wenn das für mich persönlich natürlich eine große Entlastung gewesen wäre, weil ich konnte meine Cam nicht mehr groß machen. Ich musste die ganze Zeit mein Gesicht von der Kamera weghalten, damit man es nicht so richtig sieht. Und ich habe sogar einmal offstream eine Reaction aufgenommen, die zeige ich euch jetzt im Hintergrund. Und ich habe sie komplett durchgemacht, habe sie mir dann am Ende angeschaut und gesagt, das ist so schrecklich, das kann man sich nicht angucken. Und da wurde auch, bin ich euch ganz ehrlich, die ein oder andere Träne mal verdrückt, weil ich nicht mehr arbeiten konnte. Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einer weiteren Reaction. Ja, es ist alles ein bisschen neu, ich weiß, neue Kameraperspektive. Und im Hintergrund dreht der Typ schon komplett durch. Ganz kurz, erstmal schauen wir heute das allererste Mal eine Reaction. Und auch beim Videoaufnehmen für meinen Cutter Franz habe ich immer wieder viele Pausen gemacht. Ich weiß bis heute nicht, ob es ihm aufgefallen ist oder nicht, aber ich musste mich richtig konzentrieren bei den Aufnahmen. Ich war wirklich eins davor, meinen Controller gegen die Wand zu schmeißen. Wirklich, wirklich eins davor, ne? Eins davor war ich wirklich... Dass er das halt nicht merkt, weil erst, ich wusste, ich wollte es halt den Leuten, wie gesagt, wenn überhaupt, persönlich sagen. Und das war eine sehr, 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 sehr krasse Zeit. Ich habe jeden Tag, ein paar Tage sollte man das irgendwie ruhen lassen und dann irgendwie ab den vierten Tag, während ich fette Cortison-Tabletten bekommen habe, habe ich wirklich halbe Stunde, dreiviertel Stunde morgens, halbe Stunde, dreiviertel Stunde mittags, halbe, dreiviertel Stunde abends mein Gesicht massiert, die Durchblutung gefördert, Übungen gemacht, ja, immer wirklich mich ganz nah in den Spiegel gestellt und mit mir selber geredet. Lächel, zieh die Augenbrauen hoch. Ich habe als Teenager, da war ich auch noch ein bisschen zu jung, würde ich mal behaupten, mit meinem Vater Kill Bill geguckt und da gibt es diese eine Situation, wo sie ja auch aufwacht aus dem jahrelangen Koma, in das Auto steigt und zu sich selber sagt, während sie ihren Zeh anguckt, wackel mit dem großen Zeh. Und ich bin wirklich ehrlich, das hat mir irgendwie geholfen. Ich war mir so sicher, dass ich das irgendwie hinkriege und war dann immer so nah vor dem Spiegel und habe mir selber gesagt, zieh die rechte Augenbraune hoch. Zieh die rechte Augenbraune hoch. Ich will wirklich nicht wissen, wie viele Stunden ich im Badezimmer verbracht habe. Ich habe mir Videos angeschaut, wie diese Leute das gemacht haben, wie sie es erklärt haben, wie man massiert, wie man die Übungen ausführt. Kussmund, lächeln. Beide hoch, linke hoch, rechte hoch. Ich glaube, ich kann das gar nicht, wenn ich rede. Ich kann nur die linke hochziehen. Das konnte ich schon immer so. Links und dann rechts. Ihr wisst, was ich meine. Nase links hoch, rechts hoch. Immer abwechselnd und musste wirklich üben, wieder überlebensfähig zu sein. Ich war wirklich fast ein Pflegefall von einem auf den anderen Tag. So spielt das Leben. Es war wirklich eine krasse Zeit, vor allem diese Ungewissheit, ob es jemals wieder weggeht, ob es überhaupt wieder weggeht. Und in dieser Phase hat sich meine Freundin so sehr um mich gekümmert. Wir sind jeden Tag zusammen spazieren gewesen. Wir haben viel zusammen gelacht. Wir hatten positive Gedanken. Ich glaube, ich war zwei Tage lang halt wirklich im Arsch. Also Sonntag ging das los, Dienstag, Mittwoch lag ich fast den ganzen Tag im Bett und war traurig. Ab dem Mittwoch weiß ich, dass es dann halt wieder bergauf ging. Dann habe ich die Übung gemacht. Ich habe so viele Ärzte besucht. Ich hatte auch noch ein Hirn-MRT, weil dann doch vielleicht eine Gefahr auf einen Tumor da war. Und meine Freundin hat sich so krass um mich gekümmert. Ich glaube, ohne sie wäre das nicht so gut ausgegangen. Es wurde dann immer besser. Von Tag zu Tag konnte ich meine Lippen wieder mehr bewegen, das Lächeln ging weiter nach oben, irgendwann kamen Grübchen oder wie auch immer die Kacke nennt zurück, die Falten kamen zurück auf der Stirn, es kam wieder Leben in meine rechte Gesichtshälfte und ich bin mir unendlich sicher, dass ich das ohne sie nicht so gut überstanden hätte. Und wenn einer von euch mal so eine genau die gleiche Sache hat oder irgendwas hat im Leben, was so ein Schicksalsschlag ist, ihr seid erstens nicht alleine damit und deswegen erzähle ich das überhaupt. Ich hätte es ja jetzt auch einfach für immer, ja, geheim halten können oder so. Aber ich möchte euch mitgeben, dass es unglaublich wichtig ist, glaube ich, bei sowas positiv gestimmt zu sein, dass man wirklich davon überzeugt ist, dass es besser wird. Ich habe dann Videos gesehen, dass die Augenlider anfangen zu zucken und so, wenn man halt merkt, dass da wieder Strom durchgeht, ja, dass da wieder diese Nerven anfangen zu arbeiten. Und dann habe ich mich im Spiegel ganz genau angeguckt und habe so gemerkt, wie hin und wieder die Augenbrauen gezuckt haben. Ich lag im Bett nachts und habe gemerkt, dass sie auf einmal an der Lippe es ein bisschen gezuckt hat. Und das alles hat so geholfen. Meine Freundin so, diese positive Energie, die Lebenslust so, auch wieder sich besser zu ernähren und die ganze Geschichte und all das. Und dass sie mir so sehr geholfen hat. Wir sind ja schon seit zehn Jahren zusammen. Ich wusste schon sehr lange, dass ich sie irgendwann heiraten werde, aber als
ja, wir dann das x-te Mal schlafen gegangen sind, sie mir die Augenklappe drauf gemacht hat, weil du kannst ja nicht mehr blinzeln, dann brauchst du so eine Salbe, dann musst du eine Augenklappe drauf, dann ein riesen Aufwand, als sie sich so um mich gekümmert hat, das hat sie jeden Abend gemacht, ne, jeden Abend musste ich Augen aufhalten, dann hat sie da eine Salbe reingetan, damit das Auge nicht austrocknet, ich habe das so zugemacht mit den Fingern, damit es zu ist, dann kam da eine Augenklappe drauf oder irgendwie so ein Augenglasding, da habe ich dann den Entschluss gefasst, dass ich dieses Jahr sie heiraten möchte oder ihren Antrag machen möchte, aber da kommen wir später zu. Ich habe also jeden Tag meine Übungen gemacht. Ich habe jeden Tag weiter gestreamt. Es wusste zu dem Zeitpunkt wirklich niemand außer meine Freundin von dieser Lähmung. Weder meine Freundin noch meine Twitch-Freunde oder Kollegen, die ich dadurch bekommen habe, noch die Community, noch meine Familie wusste davon. Ich habe es einfach keinem erzählt. Ich wollte erstmal selber mit der Situation klarkommen und hatte ja meine Freundin dabei, die mich da genügend unterstützt hatte. Und es wurde besser von Tag zu Tag, Gott sei Dank. Es wurde besser. Achso, und meine Managerin wusste Bescheid, genau. Der hat natürlich Bescheid gesagt, weil wenn ich auf einmal keine Kooperation mehr annehme, wollte halt einfach nur dem Bescheid geben, dass sie da wissen, was abgeht. Und die ganze Geschichte rund um die Gesichtslähmung hat ziemlich genau 4 Monate gedauert. 4 Monate habe ich die Kamera auf der anderen Seite gehabt. 4 Monate habe ich kaum YouTube-Videos hochgeladen, wenig gestreamt, weniger gestreamt und habe quasi jeden Tag meine Gesichtsübungen gemacht. Und als es dann sehr, sehr viel besser wurde, man sieht es auch noch, wenn man ganz genau darauf achtet, habe ich ein neues Video hochgeladen. Und zwar ein Tag im Leben eines Fulltime-Streamers, was sich wieder gejährt hat, was ich auch nächstes Jahr im März wieder machen werde. Wenn ihr euch mal für die Arbeit so interessiert, die dahinter steckt, hinter ein Fulltime-Streamer meiner Größe, könnt ihr euch gerne reinziehen. Und wenn ihr da noch genau drauf achtet, da werdet ihr das auch noch ein bisschen sehen mit der Lähmung, dass da hin und wieder die Blinzler nicht so ganz clean sind. Aber um das ganze Thema jetzt mal abzurappen, ich würde sagen, es ist zu 99% bis 100% wieder normal. Ich hatte schon immer so ein bisschen verklatschte Augen. Ich hatte noch nie das symmetrischste Gesicht. Aber ich kann jedem Einzelnen von euch da draußen, der erstens das Gleiche hat, Mut machen, positiv zu denken, eure Übungen zu machen. Das wird wieder besser. Und generell, wenn ihr irgendeinen Schicksalsschlag habt, ich habe dann auch angefangen, ja, mir so Dokus anzugucken von Schicksalsschlägen. Man wird dann ja ganz, man fängt ein ganz anderes Leben an, wenn man einen Schicksalsschlag hinter sich hat. Das gibt einem, Kraft. Man braucht positive Energie und ich will euch nur die Kraft geben, kommt wieder da raus, denn bei mir hat es auch geklappt und dann wird das bei euch auch funktionieren. Wenn euch mal noch ein ausführlicheres Video zu der Gesichtslähmung interessiert, kann ich da nochmal zusätzlich einen Talk zu hochladen oder Fragen von euch beantworten, die ihr in den Kommentaren habt. Ja, dann nahm das Leben so ein bisschen seinen Lauf und danach ging es direkt auf die FIBO in Köln. Das war mein erster Messe-IRL-Stream zusammen mit meiner Freundin, der auch sehr, sehr witzig war. Geht ab, Leute, wir sind live mit dem Streaming-Rucksack. Wir gehen jetzt gerade zum Messegelände. Das bin ich. Hallo. Wie geht's? Einzelchat. Oh, ich habe mir den Kopf gekriegt. Und anschließend daran habe ich natürlich weiterhin die ganze Zeit meine YouTube-Videos gemacht, auf Fieser Dinkel und auf dem Hauptkanal. Und wer hätte es gedacht, dann ging es tatsächlich wieder mit Warzone Deutschland nach New York. Freunde, geh nach New York, was soll ich sagen? Dass wir nach New York gehen. Es ist wieder soweit. In der schönsten Stadt der Welt waren wir wieder mit vielen Leuten der Rastebande. Wir hatten eine super Zeit, es war richtig, richtig geil. Und das absolute Highlight war der vorletzte Abend, wo wir auf der Gästeliste zu David Guetta gelandet sind, weil Ehrenbruder Dennis, ein Zuschauer aus der Community, uns dort reingebracht hatte, der die Lichtershow macht für David Guetta. Es war unglaublich, das erste Mal in so einen VIP-Bereich gekommen, zu einem Welt-DJ wie David Guetta in Brooklyn im Club Mirage. Ich glaube, keine Ahnung, wie viele Tickets gekostet hatten. Das war so krass, es war ein unfassbar kranker Abend. Es hat richtig Spaß gemacht. Da wurde eventuell der ein oder andere Tropfen Alkohol getrunken, aber nur vielleicht. Und das war ein richtig grandioser Abschluss für eine unfassbar geile Woche in der schönsten Stadt der Welt, meiner Meinung nach. Und auch in New York habe ich 3 Tage lang meinen IRL-Stream zusammengeklustert, bin früh aufgestanden, habe SIM-Karten mir besorgt, Sticks, denn alles ist anders in Amerika. Aber als es dann funktioniert hat, war es richtig geil. Wir haben eine Städtetour durch New York gemacht. Wir sind Fahrrad gefahren, sind dabei fast gestorben, weil einer nicht nach oben geguckt hat. Fahrradfahren in New York, wie geil ist das denn? Muss ich hin? Geradeaus. Guck mal, der kennt sich aus hier, der E-Scooter-Fahrer. Guck mal, der fährt nämlich einfach. Ach, da ist grün. Alter, ich bin hier mitten auf der Straße. Aber ich glaube, hier fährt einfach jeder, wie er will. Man muss da ein bisschen mitgucken, sich auch ein bisschen dem Pace hier anpassen. Guck mal, genau so wie er. So wie er darf man fahren. Siehst du? Das ist einfach krass, oder? Den Stream ausmachen möchte. Hallo, guckst du nach vorne? Es war aber richtig, richtig geil, durch Manhattan mit dem Fahrrad zu cruisen und euch mit dabei zu haben. Und auch wenn wir dann 3 Tage vom Urlaub quasi flöten gegangen sind, war es richtig geil, dass es dann am Ende geklappt hat und ich durch meine Lieblingsstadt der Welt laufen konnte und euch dabei auf der Schulter quasi als Kamera im Stream mit dabei hat. Und es sollte gar nicht so lange auf sich warten, dass wir uns dann wieder alle treffen würden. Und zwar zum Ahead-Team-Projekt in Hamburg,
Es war unfassbar laut. Hat man das gehört? Die böllern schon wieder hier. Mann! Nach Hamburg ging es dann zum nächsten Highlight direkt weiter. Und zwar zum Parukaville und zum Open Beats Festival. Parukaville war ich ohne Streaming-Rucksack unterwegs und habe nur Vlogs gemacht. 2 Stück, die sehr gut ankamen. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß dort. Es war dann irgendwann, waren wir klatschnass. Ich will nicht übertreiben. Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Es ist wirklich schlimmer, als es aussieht. Ich kann wirklich mit Freude behaupten, dass das geilste Festival meines Lebens war. Ich habe so viel Energie gehabt, wie überhaupt noch nie in meinem Leben. Ich habe keine Teile oder irgendwie sowas in Richtung genommen. Ich habe nur etwas Alkohol getrunken. Vielleicht ein bisschen mehr als etwas. Aber ich weiß nicht, ich hatte so eine Energie. Ich hatte so viel Spaß. Ich habe so diese Zeit genossen. Aber ohne Streaming-Rucksack und immer noch ohne offizielle Einladung vom Parukaville. Was ist da los, Parukaville? Seit 2017 mache ich jedes Mal einen Vlog, wenn ich da war. Ich bin quasi Unterstützer der ersten Stunde, aber bekomme nie eine Einladung von euch. Was soll das denn? Ich würde auch gerne mal bei euch streamen. Genauso wie es nämlich das Open Beats gemacht hat. In Nürnberg. Die haben mich eingeladen. Und da habe ich eine offizielle Drehgenehmigung bekommen für einen IRL-Stream zusammen mit dem allergeilsten Floyd. Das war richtig geil. Da haben wir einen IRL-Stream gemacht mit dem Rucksack und haben da auch die ganze Hütte auf den Kopf gestellt. Das war richtig, richtig geil. Und zack, ehe du dich versiehst, ist schon wieder Gamescom. Bevor ihr euch wundert, warum jetzt Homeworld 2 irgendwie genannt wird, ich denke, dass ihr checkt schon, das hat schon seine Gründe. War ein schwieriges Jahr für mich als Content Creator. Die meiste Zeit, beziehungsweise der Support von euch auf Twitch war trotzdem sehr, sehr stark. Aber das Spiel Warzone 2 hat sehr viel von dem Hype genommen, den man die Jahre davor mit Warzone hatte, weil viel falsch gemacht wurde, viele falsche Entscheidungen getroffen wurden. Und deswegen hangel ich mich in diesem Jahresrückblick eher von Highlight zu Highlight, als dass ich auf dieses Daily Business eingehe. Sonst bin ich halt trotzdem jeden Tag live, immer um 7 Uhr morgens gewesen, habe meine 3-4 YouTube-Videos in der Woche gemacht, jeden Tag ein Upload auf meinen Fieser Dinkel-Kanal und habe dann halt nebenbei noch den ganzen Abend, wenn ich dann Zeit hatte, nach dem Training mit meiner Freundin gechillt. Falls euch mal so der Alltag nebenbei interessiert. Und ehe man sich versieht, war dann schon wieder Gamescom, so viele Leute von euch getroffen, so eine geile Zeit wieder gehabt. Gerne. Ja, klar, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Sehr gerne, mein Bester. Sehr, sehr gerne. Ja, sehr gerne, klar. Was soll ich sonst sagen, Chat? Jawohl. Au. Oh. Eine Reinblassung steht da, ja? Perfekt. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Sehr gerne, mein Bester. Ja, sehr gerne, moin. Hier, Chat, machst du darüber Lust, dass ich die ganze Zeit sage, sehr gerne. Aber was soll man denn sonst machen? Bitteschön. Unfassbar viel gequatscht, neue Leute kennengelernt. Wir hatten wieder einen krassen Abend im Sausalitos in Köln. Haben damit Warzone Deutschland die Hütte abgerissen. Geile IRL-Streams zusammen mit D-Rock gehabt, wo ich mir die Hände aufgerissen habe und mich ein bisschen blamiert habe. Und am Ende gab es doch wieder einen Auftritt auf der Bühne. Und ich muss echt sagen, nach dem ersten Jahr habe ich mich schon richtig wohl auf der Bühne gefühlt. Und es hat richtig Bock gemacht, euch einzuheizen. Ihr müsst richtig laut brüllen. Und dann gucke ich mir auch mal die ersten Reihen hier an, ob der ein oder andere laut genug ist. Sehr gut, jawohl, jawohl. Ja, der geht doch mit. Noch ein letztes Mal fangen wir da an. Ihr zeigt, was ihr drauf habt, dann die Mitte und dann rechts. Fangen wir, Chat, Chat, ist der Winkel. Wartet schon. Komm, zeig was. Riesenapplaus nochmal. Riesenapplaus. Winkel. Und direkt nach der Gamescom habe ich meine ersten Fortnite-Earnings überhaupt bekommen. Mit Pro-Plays meinerseits wie diesem hier. Von uns. Okay, wir müssen weiterlaufen. Aber lass uns hier am Berg hoch. Sollte rechts hoch, genau. Weil da auch unsere Batterie ist. Von hinter uns, von hinter uns. Was ist vorhin passiert? Hier noch, ich denke, aber... Hier okay, kann ich nehmen. Nimm mit, kann ich gerade nicht nehmen. Kannst du nach rechts impulsen zu uns, bitte? Ja. Jesse, geh weiter nach rechts. Hier ist Bock. Ja, hol ich, geh weiter nach rechts. Ja, das Tagesfall ist noch gut. Bin unterwegs. Eins. Oh mein Gott, es let's fucking go! Aber noch gereicht. 207, 208. Die ersten Fortnite-Earnings! Und viele von euch wissen, was jetzt kommt. Ich habe ja schon am Anfang erwähnt, dass ich Anfang des Jahres mir sicher war, dass ich im Jahre 2023 meiner Freundin einen Heiratsantrag machen würde. Dass ich im Jahre 2023 meiner Freundin einen Heiratsantrag machen möchte. Und ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich habe auf dem Kanal Dinkelberg einen ausführlichen Talk zu hochgeladen, wenn euch das interessiert, wie das Ganze geplant wurde, was das für ein Stress war. Wir sind nämlich in die Toskana gefahren mit vielen Freunden. Ich musste die ganzen Sachen organisieren, musste aufteilen, wer was mitnimmt. Da mussten wir alles vorbereiten. Wir mussten dafür sorgen, dass sie nichts mitbekommt. Dann war es aber wirklich der perfekteste Antrag, den ich mir hätte vorstellen können für sie. Es war wunderschön. Die Sonne stand perfekt. Wir waren in Italien mit den besten Freunden und sie hat glücklicherweise ja gesagt und mir ist dann eventuell das ein oder andere Mal auch die Stimme weggebrochen, als ich sie gefragt habe. Ich bin unfassbar dankbar für jeden einzelnen Tag. Jetzt
Und frisch vermählt ging es dann zurück nach Hause. Ihr habt euch gefreut, ich habe mich gefreut. Das Bild ist das mit Abstand meistgelikedeste Bild auf meinem Instagram-Account. Und direkt danach kam das Wichtigste im Leben, und zwar der FIFA-Release, beziehungsweise EAFC 2023 oder 24. Und zusammen mit der Rassebande hat es so gekracht. Das glaubt ihr nicht. Oh, ist das schlecht. Auch mal ein bisschen warten mit dem, Pass dann. Oh, ist das gut! Oh, der ist stark. Lauf erstmal. Tschüss! Oh. Das war der schlechteste Ball des Tages. Winkel Redeverbot. Das ist der Redeverbot jetzt. Was ist da passiert? Nach dem FIFA-Release und dem Debüt von Dinkel Storm ging es nach Los Angeles, und da gab es vielleicht einen RAA-Stream, den ihr eventuell gesehen haben könntet. Hi. Two Stellars? Yes, please. 2650. Yes, 26. Card, please. Hast du das gehört? Ja. Da kannst du nicht. Da kannst du nicht meckern. There you go. Thank you so much. 26. Bruder, ist das krank? Das haben wir geschossen. Das Ding ist, wenn wir jetzt eins holen, dann denken wir nicht, dass wir noch eins geholt haben. Wir denken, das ist versagt. Machen wir. Ganz kurz. Sind wir Alkoholiker? Die kommen jetzt wieder alles. Das ist, also wer auch immer das war, respektlos. Ach du Scheiße. Was habt ihr gemacht? Was war? Zwei Bier, Nudeln, was sagst du? Was tippst du? Zwei Bier und Nudeln. $39. Ja, $55 kann es nicht mehr geil. Ja, falls wir nochmal Bier nehmen, können wir unsere Dosen da reingehen und dann so trinken. Also, Vincent, wirklich, ich bin seit 5 Minuten da, ja, schon wieder Scheiße gebaut. In Los Angeles wurde dann Warzone 3 vorgestellt, Modern Warfare 3, wir hatten eine geile Zeit, wir haben einen super Eindruck vom Spiel gehabt. Es war richtig cool, mit den Leuten dort Zeit wieder zu verbringen. Ich hoffe, nächstes Jahr ist das wieder drin. Es ist wirklich immer krass, die Leute da zu sehen. Auch wenn ich sagen muss, im Vergleich zu New York stinkt Los Angeles schon extrem ab, aber die Zeit vor Ort, es ist immer noch die Vorstellung, ist so insane von Activision, da Flüge bezahlt zu bekommen. Und das Hotel für die ersten 3 Nächte, da bin ich unendlich dankbar für. Das motiviert einen so dermaßen weiter durchzuziehen. Kam aber danach dann, ja, das bisher größte Projekt meiner Karriere. Und zwar Adapt and Play. Zusammen mit der Muggelsau, zusammen mit Stylers, haben wir quasi die Promokampagne für den deutschsprachigen Raum, für Call of Duty, für das neue Modern Warfare 3 gemacht. Und das war das Krasseste überhaupt. Wir machen hier was anderes. Phil, das ist eine offizielle Herausforderung an dich. Dann was? Und, ja. dann machen wir irgendwie eine Relive-Challenge. Jetzt knallt's. Kurz bevor dann Warzone rauskam, waren Chris und ich noch auf dem Weihnachtsmarkt und haben richtig nochmal die Sau rausgelassen, bevor wir uns dann einen Monat lang in unseren Zimmern einschließen werden und nur Content produzieren werden. Und um 2 Uhr nachts oder um 2.30 Uhr ist uns dann die Idee gekommen, wir müssen auf jeden Fall ein Turnier machen. 4 Tage nach Warzone 3 Release, das haben wir gemacht. Es ist eingeschlagen wie eine Bombe. Wir hatten 7.000 Zuschauer bei ihm im Peak. Wir hatten bei mir 5.600 Zuschauer im Peak. Ihr habt es komplett abgerissen. Es war unfassbar geil. Das erste große deutsche Warzone-Turnier. Es war wirklich unaussprechlich. Ein 55-Minuten-Highlight ist davon auch schon online. Und wir sind überglücklich, dass wir es getan haben. Und ich glaube, viele von euch haben das auch gesehen. Und dann zum Ende des Jahres habe ich ein Video hochgeladen, was vielleicht auch der eine oder andere von euch gesehen hat, wo ich folgenden Satz gesagt habe. Sidewinder! Sollte dieses Video 2000 Likes bekommen, werde ich einen 24-Stunden-Stream machen, wie ich auf PlayStation 4 mit der Sidewinder versuche, einen Win in Warzone Battle Royale zu bekommen. So, jetzt ist es raus. Und boy oh boy, habe ich mir da ein Beinchen gestellt. Es ist jetzt 3 Tage her, dass ich diesen 24-Stunden-Stream gemacht habe. Ich fühle mich immer noch kaputt. Auf der PlayStation 4 kannst du dir nicht ausdenken, aber ich habe das hier mit reingenommen, um darauf aufmerksam zu machen, wie viele Leute von euch reingesubbt haben, Subs gegiftet haben, gespendet haben. Das war monetär mit Abstand der heftigste Stream des Jahres. Ihr seht das hier. Hier ist so die Übersicht des Einkommens oder der Umsätze vom gesamten Jahr 2023. Und ganz rechts seht ihr diesen riesigen Ausbruch nach oben.
Das war der 24-Stunden-Stream. Ich möchte mich bei jedem Einzelnen von euch dafür bedanken. Was für ein kranker Stream das war. Den werde ich nie vergessen und wollte einfach Danke sagen. Deswegen wollte ich ihn noch mit reinnehmen. Was soll ich großartig sagen? Es war, wirklich die schwerste Zeit in meinem Leben mit Abstand. Ich habe aber durch eine, wunderbare Person an meiner Seite, die Kraft nicht verloren, den Glauben nicht verloren, dass es besser wird, dass sich alles wieder zum Guten ändern wird. Und erzähle das auch nur, damit ich euch, Kraft geben kann, Motivation geben kann fürs nächste Jahr, dass es im Leben auch wieder eine gute Zeit gibt. Es gibt immer schlechte Zeiten, es gibt wieder gute Zeiten. Nach den guten Zeiten kommt wieder eine schlechte Zeit. Es ist alles so schnelllebig in unserer heutigen Zeit. Und wenn du gerade Kummer hast, wenn du gerade eine schwere Zeit durchlebst, sieh das hier als Motivation, dass nach jedem Tief, mag es auch so tief sein, auch wieder eine bessere Zeit kommt. Es geht weiter, es geht immer weiter. Die Erde dreht sich immer weiter, immer weiter. Ich hoffe, ihr nehmt das fürs nächste Jahr mit. Es war ein unglaubliches Jahr. Es war jetzt ein etwas anderer Jahresrückblick, aber ich fand, so hat es am besten gepasst. Glaubt einfach an eure Ziele, glaubt an eure Träume und seid dankbar vor allem, das habe ich jetzt auch dieses Jahr nochmal gelernt, für eure Gesundheit. Denn das ist immer noch das Allerwichtigste in eurem Leben. Dass euch und euren wichtigsten Menschen um euch herum gut geht. Ich wünsche euch einen guten Übergang ins Jahr 2024. Passt auf euch auf. Trinkt nicht zu viel, aber feiert schön hart. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Macht's gut. Danke für alles. Danke für 2023. Wir sehen uns. Tschüss.